Willkommen bei 7 Days to Die. Es geht hier weiter. Wir werden jetzt mal anfangen, hier die Stadt zu looten. Unten geht schon wieder etliches zu Bruch. Die netten Infizierten sind natürlich unterwegs. Ich weiß gar nicht, was alles in der Stadt so drin ist. Auf jeden Fall werde ich da vorne reinschauen, was sich so findet. Und natürlich eigentlich alles durchlooten, was ich brauche. Ich brauche hier unbedingt nochmal eine, ja, eine gute Waffe, sag ich mal. Essen und Trinken, Hammer. Findet man wahrscheinlich auch unterwegs noch was. Daher mache ich mir hier quasi keine Sorgen ums Überleben. Das Einzige ist der Lärm, den ich natürlich mache hier. Ein paar Pfeile haben wir auch wieder gecraftet. Da hoffe ich mal, da haben wir doch einen. Natürlich daneben. Und wieder daneben. Ja, kommt mal her, alle. Dann werde ich euch mal schnell alle ausschalten hier. Ja, schauen wir mal, wie viel wir für den Fetti brauchen. Oh, machen die einen Lärm. Stirb, Fetti! Was seid ihr denn? Ich glaube, ich muss mal hier was anbauen. Das interessiert mich, ob ich das hinkrieg. Dann können wir die nämlich hier rüber locken. Hallo! Da seid ihr ja. Jawohl, der hat gesessen. Der auch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwo keucht noch einer im Haus rum. Also haben wir 6 bis 7. Oh, Kriecher. Oh, der ging daneben. Noch einer. Och Mensch, ey, hört doch auf, immer da so runter zu hupsen. Da kriegt man euch doch nicht. Jungs, das ist doch scheiße. Mit der Kamera müssen sie auch noch unbedingt was machen, weil wenn man hier so ranzoomt, ich auf der Stelle immer zu drehen, ey, das ist ja Wahnsinn. Jawohl, schiebt euch ein bisschen raus da, dann kann ich euch besser treffen. Och komm!
So ein Blödsinn. Habt ihr das gesehen? Da war ein Gor verschwunden. Jawohl, den haben wir. Steh bleiben, steh bleiben. Du hörst auf, da Löcher zu buddeln. Okay. Das war gar nicht so schlecht. Pistol. Ach, sieht das geil aus mit dem Sonnenaufgang. I love you so. Wie viel Schuss haben wir jetzt? 84 noch. Lass die 15 im Magazine. Na, fantastisch. Hört sich an, als würde hier überall einer in den Häusern rumlaufen. Wahrscheinlich ist das auch so. Ach, wo war's denn wieder? Da war's. So, hier schauen wir mal, ob es einen Hintereingang gibt. Da hinten läuft auch wieder einer. Zu meiner Rechten läuft irgendwo was. Da ist ein Hintereingang. Mal gucken, ob der was hat. Aber erstmal die guten alten Müllsäcke. Schönes Gebäude. Bei einem späteren Zeitpunkt müssen wir unbedingt ein paar Bäume fällen.
Okay, hat sie automatisch genommen, das ist sehr gut. Wir werden uns hier mal Zutritt verschaffen. Schauen aber erstmal unten, weil das ist die unsicherste Stelle quasi. Vielleicht ist sogar ein Zombie im Haus. Muss man nämlich immer ein bisschen aufpassen hier. Aber es sieht ruhig aus. Aber hier steht ein Kühlschrank hier oben. Man macht enorm viel Lärm. Das ist gut. Bei den Kühlschränken schaut es immer, das sind zwei Kühlschränke. Einmal oben und einmal unten, seht ihr? Ein bisschen Licht hineinlassen. Die ist gelockt, aber das ist egal. Der Stein hier ist der instabilste. Den werden wir natürlich zuerst öffnen. Jawohl. Schauen wir mal diese scheiß Forge-Bücher. Das ist ja unglaublich. Wenn ihr einen Safe lootet, seht immer zu, dass ihr möglichst eine Tür oder was im Blick habt. Mir geht jetzt hier bei diesem relativ schlecht, aber dann die Ohren offen halten. Oh, sehr gut. Shotgun-Teile. Eine ganze Menge Loot. Ich bin ja zutiefst begeistert. Shit, bin voll. Wir scrappen mal schnell alles zusammen, was wir nicht brauchen. Schön. Müssen wir schon wieder nach Hause. Also übrigens, unsere Base sieht richtig originell aus. Mike, du kommst mit.
Diese Lampen, die kaputt sind, die mache ich, nehme ich immer mit. Ansonsten mag ich die Beleuchtung schon haben hier, auch in den Dörfern. Aber ich glaube, ich gehe erstmal nach Hause, bevor ich hier weiter loote. Und werde mal den Rucksack leeren. Mal schauen, ob ich irgendwie schon das Buch habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch habe, um eine Shotgun zusammenzubauen. Wow, 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 wow. Boah. Suboptimal, 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 suboptimal. Die fühlen sich da dann immer gleich genötigt, zu so einer Explosion hinzulaufen. Das war jetzt scheiße. Wirklich scheiße. Tage, da hast du Scheiße gebaut. So. So, wir müssen mal hier noch ein bisschen was zusammencraften. Okay, das geht nicht, weil, ja. Als plus eins ist. Habe ich wieder nicht dran gedacht. Aber das geht. Ich mache später mal noch ein bisschen was zusammen. Mehr. So. Aber wir müssen unbedingt gucken, ob ich eine Shotgun schon herstellen kann, weil dann könnte ich nämlich da langsam mit der Munitionsauffrischung beginnen. Und dann könnte man ordentlich Rabatz machen. Ah. Wir könnten ja die Dosen. Perfekt. Ah. Ja, wo ist denn der hingescrappt? Okay. Na, da haben wir jetzt die Nagelpistole. Irgendwie hier zusammenwerfen hier. Das kann man scrappen. Das ist irgendwie Brennmaterial. Da haben wir noch mehr. Sehr schön. Dann kommst du dahin, die Pillen dahin. Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Wir brauchen. Ach verdammt, ich hatte da gerade den Kaffee gesehen, da. Den müssen wir dann anbauen, das ist ganz wichtig. Forge kann man auch schon wieder fast anschmeißen. Aber alles zu seiner Zeit. Medizinischen Kram. Das sind unsere Ramps. Pistol brauchen wir nicht reparieren, Bogen ist nicht zu reparieren. Das behalten wir mal alles da für den Fall der Fälle. BZW. Ja. Ja, sehr gut, dann. Taschen schon wieder leer. Also nicht ganz, aber geht's weiter. Ja, aber hier ist leider die Folge schon zu Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen! Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.